Hallo, hier ist Vadim von S3 Velo. Hinter mir steht das neue Stevens Universe 9.6 Plus Modell. Wir werden das in diesem Video zusammen auspacken, in der Werkstatt aufbauen. Dann gehen wir auf die Stevens Internetseite, gucken uns die technischen Daten an. Ich werde euch ein bisschen was dazu sagen. Und im Anschluss mache ich ganz schöne Nahaufnahmen. Daher bleibt auf jeden Fall bis zum Schluss dran. Daumen hoch und Abo dalassen. Danke! Hallo Freunde, willkommen bei mir im Büro. Schön, dass ihr immer noch dabei seid. Wie fandet ihr den ersten Teil unseres Videos mit dem Aufbau? Wollt ihr bei den nächsten solchen Videos auch den Aufbau sehen, das Auspacken? Schreibt unbedingt in die Kommentare, wenn es euch gelangweilt hat, dann auf jeden Fall auch reinschreiben, dass wir beim nächsten Mal uns kürzer zusammenfassen oder vielleicht diese Sequenzen gar nicht mit reinnehmen. Ja, jetzt sind wir beim zweiten Teil des Videos und zwar, ich möchte euch mit auf meinen Desktop nehmen. Da sind wir schon. Das ist jetzt erstmal unsere Seite. Wir gehen mal zusammen auf die Stevens Bikes Homepage, um mehr über das Fahrrad zu erfahren. So, wir gehen unter Bikes, das ist ein E-Bike. Tourmodell, das E-Plus. E-Plus bedeutet ja bei Stevens, dass das extra Fahrräder für mehr Gewicht ausgelegt sind, die deutlich mehr Gepäck vertragen, einen etwas schweren, kräftigen Fahrer auch. Da ist auch das E-Universe 9.6 Plus Modell. Die wichtigsten Daten auf einmal. Ja, wir haben 28,3 Kilo. Beim 46er Rahmen die Größen 46, 52, 56 und 60. Den Rahmen gibt es nur als Former. Former bedeutet, dass das einen tiefen Einstieg hat. Ja, Preis 4.699. Jetzt interessieren mich noch die Highlights. Hier, wie schon beschrieben, das Fahrrad ist für 180 Kilo Gesamtgewicht ausgelegt, hat einen sehr starken Bosch Generation 4 Performance Line CX Motor mit einem Powertube Akku von 625 Wattstunden, sagt man ja. Das verspricht natürlich auch extrem hohe Reichweite. Ja, Deore XT Ausstattung, also sehr, sehr vernünftige und solide Bremsanlage, Schaltung
Marathon plus MTB-Reifen. Das Plus bedeutet, dass die Reifen extrem pannsicher sind und MTB, dass wir auch auf einem groben Schotter fahren können. Dann haben wir eine verstärkte Federgabel, die mit einer Luftkammer ausgestattet ist. Das sehen wir auch hier noch. Ich mache mal das Fahrrad ein bisschen größer. Ja, bei der Federgabel können wir auf der rechten Seite mit Luft befüllen und somit die Härte verstellen. Das heißt, je schwerer der Fahrer ist, desto härter, je leichter der Fahrer, desto weicher kann man die Gabel einstellen. Eine sehr, sehr gute Eigenschaft. Ja, dann geht es weiter. Hier sehen wir nochmal die Beleuchtung. Vorne und hinten haben wir Supernova verbaut. Sehr, sehr hell mit Fernlicht, nicht assistent, aber Fernlichtfunktion. Ihr könnt am Lenker über eine Fernbedienung Fernlicht einschalten, damit man einfach noch mehr sehen kann. Was sind noch wichtige Sachen? Lass uns mal gemeinsam ganz kurz über die Ausstattung schauen. Aluminiumrahmen. Besagte XT-Bremse. Was ist noch so interessant und wichtig? Smart Hub Display. Display ist vielleicht auch noch wichtig. Hat die Smart Hub-Funktion. Das bedeutet, ihr könnt euer Telefon als Display nutzen und einbauen. Hier auch noch mal zu sehen. Die Frontlampe hat im normalen Betrieb 150 Lux. Und bei Fernlicht 260. Also das ist schon extrem hell. Das könnt ihr nicht glauben. Gut, dann haben wir uns das Fahrrad soweit von den technischen Daten auch angeguckt. Fehlt euch noch was? Wollt ihr noch mehr Informationen sehen oder hören? Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare. Und jetzt geht es zum letzten und dritten Teil unseres Videos und zwar zum kleinen Bike Pond.